Leute, was geht zu Daily Vlog Nummer 10? Ich habe mein altes Barca-Trikot hier bei meiner Fam gefunden. Das ist mein Lieblingstrikot immer gewesen. Ich habe mich gefragt, hey, wo ist das, Digga? Jenna hat mir das einfach abgezogen. Aber ich habe es jetzt wieder gefunden. Lasst ein Abo und ein Like da, wenn ihr die Daily Vlogs feiert und wollt, dass sie niemals enden. Heute ist ein Special-Tag, denn wir gehen mit meinem kleinen Bruder und seinem Kollegen schwimmen. Wird auf jeden Fall extrem, extrem cool. Ich habe ja gesagt, Sonntag mache ich immer Pause und Montag wollte ich auch Pause machen, weil ich bin so fertig. Ich habe jetzt 10 Tage Sport gemacht und dazwischen nur 2 Tage Pause gehabt. Deswegen, ich dachte mir so, bevor ich komplett angreife, weil ich habe jetzt einen richtig guten Trainingsplan, schreibt mal in die Kommentare, wenn ihr den Trainingsplan mal sehen wollt, weil dann, den müsste ich dann über 1, 2 Minuten länger erklären. So, da mache ich das auf jeden Fall. Aber auf jeden Fall, ich kann das irgendwie nicht. Ich kann maximal nur einen Tag Pause machen und dann geht's nicht mehr. Weißt du, und ich dachte mir so, okay, heute chill ich komplett, bewege ich mich nicht. Aber ich dachte mir so, Bruder, bisschen schwimmen nebenbei. Muss ja keine Bahnen schwimmen und Sport machen. Wisst ihr, wie ich meine? So als Restday geht fit und dann später noch ein bisschen spazieren. Aber jetzt erstmal machen wir uns einen Bärenmilchshake. Also mit diesen tiefgefrorenen Himbeeren, Johannisbeeren, alles. Und ich dachte mir, was soll ich essen? Deswegen, das werde ich euch auch gleich noch zeigen, was ich mir gönne. Ich habe noch von meinem Geburtstag einen Kuchen, also der war eingepackt. Der ist einfach mit so einer geilen Pistaziencreme innen drin und Schokolade. Boah, ich habe diesen Kuchen damals gesehen und ich dachte mir, ich muss den unbedingt probieren. Bis jetzt nicht dazu gekommen, den zu essen, aber ich dachte mir so, okay, auch wenn ich mit Ernährung durchziehe, aber heute ist Sonntag, so ein Rest Day, so ein Cheat Day. Kann man sich mal gönnen. Also, boah, der wird gleich so weggefetzt mit meinen Geschwistern. Ich mache jetzt live den Geschmackstest. Boah, diese Pistaziencreme. Oh mein Gott. Mach du mal Geschmackstest. Diese Pistaziencreme. Hier innen drin ist krass. Ich liebe Pistazie. Empfehlenswert. Sehr, sehr empfehlenswert. Ihr kennt doch diese großen Kuchen. Lecker. Sehr, sehr lecker. Can I get a shake? Shake der Booty. Wir machen Milchshake selber. Ist der lecker? Machst du noch mehr Milch rein? Nicht? Nein. Nein, nein, lass so. Wir machen gleich Geschmackstest. Let me taste. Let me taste, let me taste. Ist der lecker? Lecker? Ist der gute Shake? Mit ganzen Beeren? Super Shake, super, super. Super, ey. Ja, der billig, billig. Gute Shake. Dann geht der Shake, Shake, der Booty. Kurzer Geschmackstest. Eigentlich noch mehr Milch. Aber der ist echt gesund. So, das reicht schon. Richtig gut. Richtig, richtig gut. Wir gehen jetzt schwimmen. Cosima Bad, das so Wellen und so, das wird richtig, richtig nice. Ich habe extremst Bock. Leute, was sagt ihr? Kann man so gehen? Hose einfach falsch rum? Perfekt, oder? Offizieller Wampenspiegel. Boah, das Schwimmbad sieht auch krass aus. Und hier kommen dann einfach Wellen. Aber kommen heute überhaupt noch Wellen? So sieht das Becken draußen aus. Also richtig optisch geiles Schwimmbad. Schade halt, dass die Wellen nicht an sind. Aber so am Abend mit diesen dunklen Vibes box schon. Ich mache jetzt gegen Jennas Kolleg ein Wetttauchrennen. Also wer weiter tauchen kann. Und fängst du an oder ich? Ich? Okay. Dann 3, 2, 1. Jetzt nie auf uns gegangen. Ja, okay, das war's mit Aufnehmen. Der Kollege von Jenna hat auf jeden Fall gewonnen. Aber die machen jetzt Stress. Die sagen,
die dürft ihr nicht mehr aufnehmen. Aber draußen, wir werden noch auseinandernehmen. Wir chillen jetzt hier in so einem Raum, wo warmes Wasser ist. Ist schon ehrlich entspannt. Boah, Digga, es hat sich angehört, als ob Wal in Wasser geht. Auf jeden Fall, Wellen sind nicht an. Miese Prise. Aber wir filmen noch draußen, wie wir alles auseinandernehmen. Da ist so ein Kreis, da kannst du so hochspringen und das macht dann so Wellen. Leute, schaut mal, wir sind jetzt in diesem Kreis und jetzt, wir werden gegenseitig hoch und runter springen und dann, wir machen einfach so eine Welle. Okay, let's go, komm. Wir brauchen ein besseres Taktgefühl. Ja, jetzt gut. Ja, jetzt, oh mein Gott. Sieht man mich gut? Ja. Leute, ich fliege. Boah, das ist jetzt krass. Wasser geschluckt. Ich kann nicht mehr. Also Cosimo aber hat es schon cool. Vor allem mit diesem Kreisding und so. Aber ich glaube ab 18 oder 19 Uhr sind gar keine Wellen mehr. Und ab da macht es nicht mehr so viel Spaß. Und das Schwimmbad, wo ich immer schwimmen gehe und Sport mache, da die Bademeister voll korrekt. Hier juckt es gar nicht, wenn ich filme. Hier, Bruder, wir haben ein Wetttauchrennen gemacht. Ich wollte auch noch Wettrennen schwimmen machen gegen Jennas Freund. Die haben direkt gesagt, ich soll ausmachen und so. Ich gesteigert. Was hast du für ein Handtuch? Nein, nein, nein! Nein, nein! Hat Marty von oben geschaut? Ich will auch sehen. Nein, nein! Ja, der Max hat aber selten gegen Schröder. Nein, Jenna. Spanner. Nein, nein. Du bist schwimmen, du schaust so über Ding. Hallo? Hallo. Hallo, wärst du in Ordnung, wenn ich ein Video mache? Nein, meine Karte ist runtergefallen. Nein, nein, einkassiert. Na, wie fandet ihr den Aufenthalt heute? Sei ehrlich, Verschwendung. Also wenn ihr jetzt über die, ihr würdet meinen Schlüpfer sehen, ne? Wenn ihr über die Dings jetzt schauen würdet. Kleine. 20er PSN, ein Newbit. Bro, ich mach umsonst auf Twitter. Was denkt die anderen nicht? Die anderen haben Kulturschock, wenn die uns hören. Jetzt, wenn Kamera runterfällt, ich bin geleakt, aber eh egal. Bist du live? Ja. Fick dich. Stell dir vor, du gehst bei Umziehen in die Kabine live. süchtig nach Livestream. Kann nicht ohne. An jedem Ort, zu jeder Zeit, er muss live. Ich kann nicht mehr. Ja, aber Cosimo-Bad ist schon ehrlich. Ich dachte, müllerisches Volksbad ist langweiliges Schwimmbad. Aber das, wenn hier keine Wellen sind, tot. Nicht mal eine Rutsche. Tot. Die haben hier nicht mal einen Fitnessraum. Gar nichts. Ja, okay. Nix. Ja, gar nichts. Scammerbude, Digga. Scammer wurde gescammt. Ich will mein Geld zurück. Die schmeißt uns gleich raus. Ich will mein Geld zurück. Gib mir mein Geld. Reicht langsam, nein, mach nicht. Alles peinlich. Mal mit, mal gib mir mein Geld zurück! Komm mal kurz hoch, hallo. Hör mal auf, ihr werdet hier Polizei mitgehen. Kann nicht mehr. Hör mal auf! Okay, reicht jetzt, ich hab genug Psychose geschoben. Und dann, er ist gegangen, gut, später, wir schreien Hilfe. Und dann, Hilfe! Hilfe! Mama,
Mama früher, wenn sie mit Papa gestritten hat, ohne Grund, sie schreit Hilfe, obwohl nichts ist. Einfach so, sie macht Fenster auf, sie schreit Hilfe! Es war nicht mal was, es war ganz normale Diskussion. Auf einmal Fenster auf, unter uns war ein Restaurant. Hilfe! Ich kann nicht mehr. Stell dir vor, du bist an einem Sonntagabend, du willst normal schwimmen, deinen Tag ausklingen lassen. Dann hörst du auf einmal so junge Chojuks, die ganze Zeit rumschreien. Hilfe! Einmal noch. Hilfe! Stefan, bitte doch. Stefan, Mitarbeiter, er kommt so richtig motiviert. Er läuft hier rum. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Oh, gottlos. Aber das Ding ist, ich habe auch so einen gottlosen Humor. Ich finde nur solche Sachen lustig. Ey. Nee, asoziales Drecksgesäft geht gar nicht. Wichtig, immer schön Haare föhnen, sonst werdet ihr krank, Kinder, vor allem im Winter. Ich war jetzt noch bei DM am Ostbahnhof bei uns. Gibt es einfach einen DM, der 24 Stunden offen. Das ist halt das Geile, wenn du in einer Großstadt lebst. So, du denkst dir so mitten in der Nacht, du gehst zu DM. Aber das ist kein normaler DM. Das ist ein DM wie Späti. Die haben jegliches Softgetränk, was du willst. Die haben Tiefkühlpizzen. Die haben alles. Fehlt nur noch, dass die Zigaretten verkaufen. Wisst ihr, wie ich meine? Und die Preise sind, glaube ich, sogar gleich. Also richtig, richtig geil. Einfach ein DM, der 24 Stunden offen hat. Ich habe mir so ein paar Proteinriegel geholt. Der mit der weißen Schokolade, den mir meine Schwester mitgebracht hat, schmeckt am geilsten. Ich habe so einen mit, ich glaube, Chocolate-Brownie-Geschmack genommen. Fand ich nicht so nice. Würde ich nicht noch ein zweites Mal holen? Ich habe jetzt alle, die so 50% Eiweiß haben, habe ich alle geholt, teste ich einmal durch, aber ich glaube, der mit der weißen Schokolade ist schon am besten. Ja, jetzt hat sie keine Lust mehr. Bei Coco ist immer so, du kannst die paar Sekunden streicheln und dann ist vorbei. Boah, aber das mag sie richtig. Alles bei Backen und bei Kopf liebt sie. Das habe ich schon bei ihr als Baby gemacht. Immer Backe geküsst. Oh. Sie ist am Genießen. Ja, das bei Backen. Sie mag auch so Küsse an die Backe. Da heult sie immer rum eigentlich. Nein. She like. Oh, sie genießt so hart. Oh, das ist so süß. Das ist so süß. Ich kann nicht mehr. Ist das süß. Ich habe Coco selten so genießen sehen. Aber sie mag das nur kurz. Gleich geht sie weg. Ja, ja, ich kenne sie. Ich wollte mir eigentlich gefrorenes Gemüse. Also hier. Mit Reis machen, aber meine Schwester hat wieder Eiweißbrot gemacht. Ich könnte es jeden Tag essen. Also Ada hat damit mein Leben verändert. Bestes Eiweißbrot. Hat so viel Proteine, ist gesund, gute Brot, sehr gute Brot. Und dann richtig geil mit Gemüse dazu, Hummus. Lecker, sehr, sehr lecker. Und kleiner Tipp, den hat mir VVS Rüdiger gezeigt, auf das Gemüse Maggi machen. Das schmeckt dann so ein bisschen so wie Sojasauce. Es gibt so diesen asiatischen Touch. Ist der lecker. Sehr, sehr gut. Boah, ich habe Maggi auf das Gemüse gemacht. So lecker. Und vor allem Hummus pikant. Ich kann es euch nur predigen. Das von Aldi ist das Beste. Es ist einfach das Beste. Wobei gut und günstig von Edeka ist auch schon krass. Aber das von Aldi geht auch extrem fit durch dieses Brot. Boah, meine Schwester hat es richtig gut gemacht. Ich sag euch ehrlich. Nur man sieht bisher so die Haferflocken und so. Also morgen muss ich unbedingt Batterie für unsere Küchenwaage kaufen. Das wird jetzt so weggefetzt. Da sind alle so gute Vitamine, so gesund. Und glaubt mir, das schmeckt, haut da ein bisschen Maggi drauf. Und dann taugt euch das, wenn ihr auch so beim Asiaten und so das alles mit Soja mögt. Ich bin jetzt live auf TikTok. Der liebe Fusio hat richtig krank supportet auf TikTok. 1,2k Münzen, bester Mann. Wir spielen jetzt ein bisschen Rank. Also, ich sag euch ehrlich, neue Season ist geil, aber diese Blitze, dieser Zeus-Blitz, der nimmt alles auseinander, aber ansonsten sehr, sehr geile Season. Ich finde die neuen Dropspots und so auch extrem, extrem cool. Ich hoffe, der Vlog hat euch gefallen. Wir sehen uns morgen wieder. Neben meinem Kopf kommt ihr jetzt zu den letzten Videos. Vergesst nicht, ein Abo und ein Like da zu lassen. Abonniert mich ganz oben auf TikTok, da bin ich jeden Tag live und da kommt jeden Tag ein Abnehm-Vlog sowie mein Fortnite-Kanal, der auch ganz oben verlinkt ist, wo jeden Tag ein neues Fortnite-Video kommt. Danke für den ganzen Support.